Hi, hallo, mein Name ist Alena. Mit einer schönen Tasse Tee geht es heute ans Journaling. Ich habe das sogenannte Scrapbook Journaling für mich entdeckt. Es ist schon ein bisschen sehr lange her. Da habe ich es mal mit einem regulären Bullet Journal versucht, also so richtig mit Spread selber malen, und das war überhaupt nichts für mich. Diese Art von Journaling, also das sogenannte Scrapbook Journaling oder Scrapbooking Journaling, ist absolut mein Fall. Ich mache das jetzt seit 14 Tagen ungelogen, jeden Tag im Dezember. Und genau das möchte ich auch weiterhin machen im neuen Jahr mit einem ganz normalen, ja, entweder Bullet Journal oder auch wieder mit so einem kleinen A5 Blankoheft. Das weiß ich noch nicht. Ich habe beides auf alle Fälle da. Da würde mich jetzt mal deine Meinung interessieren. Würdest du pro Monat lieber so ein kleines Blanko A5 Buch machen oder tatsächlich mit einem großen fetten Bullet Journal starten? Lass mir dazu gerne deine Meinung in den Kommentaren da. Ich habe mir gedacht, ich zeige dir einfach mal, was ich mache. Normalerweise mache ich pro Tag eine Seite. Ich habe aber jetzt schon, und das ist das zweite Mal, einfach auch eine Deko-Seite integriert. Und das ist die linke Seite, die du hier siehst. Die rechte Seite, da habe ich meinen täglichen Journaling-Text ganz normal auf dem Computer geschrieben, auf eine A6-Karte gedruckt. Und hier hole ich mir nochmal Winterfotos vom 2. Dezember raus. Das war meine erste Deko-Seite. An dem Tag habe ich nämlich ganz viel fotografiert mit meinem Handy, wie du sehen kannst. Und ich suche mir jetzt hier einfach ein Bild raus, was ich sehr gerne verwenden möchte. Denn wir haben immer noch Schnee liegen oder schon wieder, je nachdem, wie man es nimmt. Und beim kurzen Durchblättern kannst du schon sehen, was ich alles so gemacht habe. Ich möchte dieses Foto aber nicht einfach so einkleben. Ich habe rechts neben mir, was du nicht sehen kannst, solche Tags liegen. Da habe ich einen ganzen Acrylkasten noch von meiner damaligen Schminke. Und da habe ich jetzt lauter, ja, Deko-Zubehör für das Scrapbook-Journaling drin. Und das Foto reiße ich mir im Umriss aus, damit es auf diesen Papp-Tag passt, also auf diese Karte passt. Und ich muss dann tatsächlich gleich nochmal aufstehen und mir noch ein bisschen Garn holen. Und die ganzen Sticker, die du hier siehst, die sind nicht aus meinem Shop. Das sind tatsächlich Restbestände, die ich da habe. Und gerade bei diesen fertigen Die-Cut-Stickern, wo ich gerade dran rumpopel, also bis man die abhat, ganz ehrlich, da ist mir jeder andere Stickerbogen lieber als diese Die-Cut-Sticker. Also entweder bin ich zu blöd, ich habe keine Ahnung, oder aber ja, die sind einfach nicht meins. Das Schöne ist natürlich, dass man alles noch ein paar Mal abziehen kann. Und ich habe das dann nochmal verändert, so dass es dann weitaus besser auf diesen Pappdeckel-Anhänger, jetzt habe ich das deutsche Wort Anhänger, passt, und habe dann einfach auch die Ränder abgeschnitten. Ich gucke jetzt auch wirklich, dass ich beim Journalen weitaus ordentlicher arbeite als bei meinem typischen Plan mit mir Videos. Da kennt ihr es ja, dass es irgendwie dann quer über den ganzen Tisch liegt, und hier bemühe ich mich wirklich, einen kleinen Müllhaufen zu machen. Zwischendurch darf natürlich auch eine Tasse Tee nicht fehlen. Ich habe mir jetzt mittlerweile echt angewöhnt im Winter, seitdem es so berstigkalt ist, nennen wir es mal so, dass das Ganze noch jugendfrei bleibt. Ich trinke maximal 3 Tassen Kaffee am Tag, und den Rest mache ich mir wirklich eine riesengroße Kanne Tee, und wenn es sein muss, auch noch eine zweite, und trinkt dann wirklich gerne Tee. Jetzt gerade hier in dieser Tasse ist der Basenkräutertee drin. Der ist super lecker, und wenn ich die Tasse jetzt leer habe, dann ist die Kanne nämlich auch leer, und da mache ich mir noch mal eine ganze Kanne mit Brennnesseltee. Das Garn habe ich oben durch das kleine gestanzte oder schon fertig gestanzte Loch durchgefädelt. Dann habe ich ein kleines Schleifchen gemacht, und jetzt gucke ich, wo das hinpasst. Und wenn ich diesen Kleberoller, den du hier rechts im Bild siehst, verwende, dann klebe ich wirklich, ja, dezent, muss man sagen, weil ich bin der totale Fan, und das nicht nur, wie du es vielleicht aus meinen Planer-Videos kennst, von dem sogenannten Sticker-Layering. Also auch hier ist das typische Layering, ja, wieder eins meiner Lieblingsdinge, die ich hier sehr, sehr gerne mache. Denn ich finde, das gefällt mir so unglaublich gut, wenn man so in verschiedenen Schichten und dreidimensionaler arbeitet. Und wenn da irgendwas im Weg ist, wie jetzt zum Beispiel das Kaffee- oder Teebild, dies oder das, dann kann man da eben auch mal noch schnell an den Ecken was schneiden. Diese Sticker hier rechts, die ich jetzt gerade da noch liegen habe, die sind von DM gewesen. Wie gesagt, alles Altlasten. Alles, was du oben links im Bild siehst, ist Teddy und auch Rossmann-Sticker. Und ich verwurschtel jetzt hier wirklich so Reste, und ich habe auch versucht, den ganzen Dezember in diesem Journaling oder in diesem Scrapbook-Journal, ja, einfach mal verschiedene Stile ausprobiert. Hier schnappe ich mir noch einen Text, Sticker, den ich auf Amazon geordert habe.
Da werde ich dann wahrscheinlich auch bald meine eigene, ne, also alle Sticker, die ich, alle Sticker, Washi-Tapes und Deko, was ich so von Amazon habe, da kann ich bestimmt mal noch eine eigene Amazon-Liste zusammenstellen, wo du dich dann auch einfach umgucken kannst. Wenn du das möchtest, lass es mich bitte auch in den Kommentaren wissen. An diesem Sticker, an dem sogenannten Washi-Tape-Sticker, links habe ich ja die Berge geklebt, rechts möchte ich jetzt diesen Mond kleben. Auch an dem habe ich ewig gepopelt. Und wie gesagt, also Die-Cut-Sticker und ich. Wir müssen uns noch warm frödeln, glaube ich, denn das hat wirklich sehr, sehr lange gedauert. Was ich toll finde an diesem Daily Journaling oder an diesem täglichen einfach, ja, basteln oder journalen, also ich kenne jetzt echt keinen deutschen Begriff für das Wort journalen, es tut mir leid, oder journaling. Es entspannt mich unglaublich und jeden Tag diese, jetzt im normalen Zeitgeschwindigkeit wären es 20 Minuten gewesen, die nehme ich mir sehr gerne. Denn das entspannt mich, das beruhigt mich, das macht mich echt glücklich und das möchte ich auch gerne im neuen Jahr beibehalten. Und was mir eben, ja, also ich bin auch heute weitaus dezenter mit sämtlichen Stickern und so weiter vorgegangen, wie es bisher sonst im Dezember der Fall war. Da werde ich bestimmt noch mal so ein Journal Flip-Through machen. Ich weiß noch nicht, ob ich bis zum 31. Dezember durchjournal oder ob ich das wirklich nur bis zum 24. mache. Ja, kann ich dir noch nicht sagen, weiß ich noch nicht so genau. Muss ich einfach mal gucken. Und das war jetzt der Hund. Entschuldigt bitte. Hintergrundgeräusche dürfen hier natürlich nicht fehlen. Diese Sticker, die ich jetzt hier habe, die sind auch von Teddy. Und wenn man die so seitlich einschneidet, dann kann man die immer super nochmal an den Rändern drunter schieben. Und ich finde, die machen dann immer so ein schönes Layering und jeden Tag ein bisschen Glitzer. Ne? Wenn es auch noch so blöde ist, der Tag, streue ein bisschen Glitzer drauf und dann geht es gleich wieder besser, so ungefähr. Dem Motto bleibe ich natürlich auch treu. Das hier sind auch Papierausschnitte von Teddy, die kleben nicht. Das heißt, die muss ich mir jetzt noch so gängig machen, dass sie kleben. Das Tolle eben, wie auch bei den Stickern, die du aus meinem Shop kennst, man kann alles noch mal so ein bisschen anheben und hin und her friekeln und, ne, hin und her rutschen. Das geht dann schon, sollte man dann nur nicht zu oft machen und vielleicht nicht gleich mit der vollen Wucht der Faust festkleben. Dann kann man dieses Layering nämlich auch super noch mal nachträglich machen, wie ich es jetzt hier auf der linken Seite gemacht habe. Auf der rechten Seite hatte ich auch erst überlegt, ob ich da so einen Papierausschnitt hinklebe, habe ich aber dann doch nicht gemacht und irgendwie hat mir von den Stickern dann gar nichts dazu gefallen. Wenn ich mich jetzt recht entsinne, ich habe mir dann einfach nochmal Washi-Tape genommen und habe mir dann da nochmal eins rausgesucht, was ein paar dezente Punkte hat, um dann einfach nochmal so ein bisschen das Goldene und Schwarze einfach nochmal so ein bisschen mehr zu integrieren. Und wenn ich mich recht entsinne, habe ich so einen kleinen Washi-Tape-Streifen unten links geklebt und dann auch nochmal unten rechts geklebt und einmal oben links, also mittige Seite links, da siehst du es. Da habe ich das dann hingeklebt. Ja, also ich mache das im Moment echt sehr gerne. Ich habe mir dann auch meinen Füller geschnappt und habe noch ein paar Sternchen gemalt. Dann musste ich nochmal kurz zurückrollen an meinen Schrank. Um mir noch einen Goldstift rauszuholen, so einen ganz normalen goldenen Gelschreiber, No-Name-Marke, keine Ahnung, den habe ich schon seit 3 Jahren im Schrank und mit dem habe ich dann noch mal ein paar kleine Punkte dazu gemacht und dann habe ich es heute auch einfach mal nicht so übertrieben mit der Deko, hoffe ich zumindest. Und ja, ich würde mich freuen, wenn dir das Video gefallen hat, wenn du mir meine Fragen in den Kommentaren beantwortest und falls wir uns dann beim nächsten ganz normalen Plan mit mir Video wiedersehen. Und Anfang Januar werden wir dann hier wahrscheinlich ein Flip-Through sehen von diesem Bullet Journaling aus dem Dezember. Und alles Weitere findest du dann auch auf Patreon. Der Link ist dazu, ist in der Videobeschreibung. Und dort auf Patreon findest du dann alle weiteren Infos. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, deine Alena.